Hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar zu den Patch Notes 8.7. Die sind jetzt raus und hier sind wieder richtig, richtig viele neue coole Änderungen und deswegen lassen wir uns nicht viel Zeit und legen direkt los. Erster Champion, den wir auf der Tagesliste haben, ist Elise. Elise hat aktuell eine extrem horrible Winrate, ja nicht mal 48%, also sie ist wirklich absolut nicht viable im Jungle quasi und deswegen kriegt sie jetzt hier einige Buffs. Etwas mehr Damage auf ihrer Q und weniger Cooldown auf ihrer E, das ist alles ganz nett und es wird ihr auf jeden Fall helfen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich denke nicht, dass dies hier ausreichen wird. Wenn ihr dachtet, die Winrate von Elise ist schlecht, dann habt ihr noch nicht die von Gragas gesehen, die ist nämlich komplett unten durch. Auch er kriegt einige Buffs, das heißt seine AP-Skanks auf seiner Q und seiner W werden erhöht, das heißt, er hat deutlich mehr Schaden, ist natürlich die Frage, AP-lastige Item-Build, ja, nein. Hier kann natürlich verschieden werden, das heißt im Jungle hat man ja sehr, sehr oft das Runic Echo gebaut, das Jungle-Item quasi, und ist dann auf Tank gegangen. So hat man jetzt deutlich mehr Power im Early-Game, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, kann deutlich krasser das Game für sich entscheiden. Oder man sagt, man geht einfach wieder Gragas Midlane, vielleicht wird das wirklich so eine Sache, vor allem gegen so Assassinen-Picks, die gerade sehr, sehr beliebt sind, sowas wie Zed oder Talon, weil Gragas ist einfach sehr, sehr schwer umzubringen, hat unglaublich viel AP für einen AP-Champ. Und vielleicht ist das einfach mal ein solider Counterpick hier. Yorick wird diesen Patch auf jeden Fall absolut nicht freuen, denn wir haben eine weitere Leiche im Jungle, die ebenfalls aus seinem Leichengrab herausgezogen werden soll, und zwar Hecarim. Kriegt ein paar Scalings auf seiner W, das heißt, Mihail ist cool für den Early Jungle Kill, du kommst deutlich besser durch. Außerdem Late Game Teamfights hältst du deutlich mehr aus. Ist auf jeden Fall ganz nett, aber das hat auch wirklich, wirklich nötig. Auch Ivan kriegt kleine Mini-Buffs, er kann seine Büsche jetzt etwas weiter platzieren. Wow, geil. Außerdem kriegt Daisy etwas weniger Damage von Monstern. Boah, ist das krass. Und seine Q ist etwas verlässlicher im Jungle. Nice. Was ich tatsächlich äußerst interessant finde, sind die Kartus-Änderungen, die jetzt nicht besonders krass sind. Er kriegt nur 10 Damage mehr auf seiner Q, aber dass Kartus generell mal berührt wird, ja, Kartus wird schon seit 30 Jahren nicht mehr berührt, weiß ich gar nicht, ob ich da wirklich ein Fan von bin, weil Kartus im Late Game ist wirklich eine Maschine und die Ultimate ist eigentlich auch echt eine komplette Katastrophe. Aber ist definitiv interessant. Kartus ist also quasi nicht unbedingt Riot's Liebling. Allerdings, wer Riot's Liebling ist, ist definitiv Lux. Ja, sie wird regelmäßig immer wieder angefasst. Zwar auch gebufft, genervt, gebufft, genervt. Aber hier haben wir mal wieder was. Ihre Ultimate kriegt etwas mehr Cooldown Reduction und außerdem einen Effekt, dass wenn ein Ziel 1,75 Sekunden nach der Ultimate stirbt, dann wird es ebenfalls resettet. Ist, ja, ich sag mal so, Lux Winrate ist jetzt nicht die krasseste, aber gegen Lux zu spielen ist auch echt nervig. Ich meine, die E hat eine Größe von einem Fußballfeld. Holy shit. Ich meine, habt ihr schon mal versucht, einem Fußballfeld auszuweichen? Wenn ja, dann cool. Die Leute von euch, die gerne mal ein AP-Malfight auspacken, die können sich auf jeden Fall freuen. Sein E kriegt 40 Prozentpunkte mehr AP-Scan. 40 Prozentpunkte, wo gibt's denn das? Bei Roller wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall noch sein Ultimate, bisschen weniger Cooldown. Ist auf jeden Fall ganz nett. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber ist einfach ganz nett. Nocturne bekommt 5 AD mehr durch seine Q. Dadurch ist sein Jungle Kill ein bisschen besser. Auch sein All-In hat mehr Power. Da freut er sich auf jeden Fall drüber. Wer sich nicht ganz so krass freut, ist Olaf. Und zwar verliert der deutlich an Early Power. Sein Ultimate gibt ihm deutlich weniger Movement Speed, um auf den Gegner zuzuchargen. Allerdings nur im Early Game, Late Game bleibt gleich. Er hat ja vor kurzem erst Buffs erfahren. Kann aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum das jetzt wieder genervt wird. Denn ich fand es ehrlich gesagt nicht zu krass. Aber nun gut, ich bin ja nicht Riot. Und auch nicht der Praktikant. Rengar bekommt 3 AD mehr dazu. Ich denke, das hier sieht zwar nicht so viel aus, ist aber wirklich krass, denn dadurch hat er viel, viel mehr Early Game Power, hat einen geileren Jungle Kill, seine Spells synergieren super krass mit AD und gerade so diese Cheese Kills auf der Top Lane, ja, wo du mit Level 2, Level 3 schon den Gegner töten möchtest, der werden 3 AD richtig, richtig dick reinscalen. Also, nehmt euch in Acht. Vom bösen Wolf. Miau! Der Schweinebestärker aka Kurani wird ebenfalls genervt. Hier muss man sagen, dass ihre E jetzt weniger Dauer hat. Das heißt, diesen Eisblock-Stun, den die auf den Gegner wirft, sobald er volle Stacks hat. Ich finde es zwar echt cool, weil jedes Mal, wenn ich eine Sejuani im gegnerischen Team sehe, weiß ich, dass das Zelt in der Mitte stehen wird und ich permanent gegankt werde und gekämpft werde. Und mit einigen Champs ist es echt fies. Und Sejuani fuckt mich auch komplett ab, aber ich muss echt hier ein bisschen fair sein. Ich verstehe es nicht, warum Champions wie Sejuani, die wirklich stark ist, genervt werden, aber sowas wie Warwick einfach komplett gar nicht berührt wird. Warwick ist komplett krank OP gerade. Bitte, nervt diesen Champion. Nee, sie fressen lieber das Schwein. Für die Leute, die mein letztes Meta-Video gesehen haben, die wissen, dass Shaco gerade super, super stark ist. Einer der besten Jungler und er ist zu stark, er wird genervt. Richtig, das ist toll, das ist super, so muss man es machen. Warum wird Warwick nicht genervt? Aber gut, er verliert 40% AD-Ratio auf der Q. Das ist schon ziemlich, ziemlich fies. Eigentlich ist seine Winrate gerade so komfortabel hoch. Ich glaube, das wird er überleben. Rumble sieht man im Prinzip auch fast gar nicht mehr. Und hier müsst ihr euch jetzt absolut in Acht nehmen, denn seine Q macht auf Stufe 1 komplett durchgebrannt 175 Schaden. Ein Spell, der auf Stufe 1 100 Schaden macht, ist schon ziemlich stark. Und seine macht einfach 175. Das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall in Acht nehmen und keine Level 1, 2 oder 3
Side-Trades mit ihm eingehen, die könnten sonst ziemlich erfolgreich ausgehen. Swain gerade ebenfalls ein Champion, der viel zu stark ist, sowohl auf der Top-Lane als auch in der Mid-Lane. Und hier kriegt seine Q 10 weniger Damage, hört sich nicht viel an, allerdings ist das pro Bolt. Ja, das heißt, ihr könnt ja locker 3, 4, 5 Bolts treffen, das summiert sich also schon ziemlich krass. Und auch seine Q kriegt deutlich mehr Cooldown im Early-Game, 7,5 Sekunden. Das kann doch schon den ein oder anderen Kill kosten. Aber diese Nerfs hat auch einfach wirklich nötig. Swain wird aktuell sehr oft gebannt, was quasi für seine starke Präsenz spricht. Eine Änderung, über die ich mich besonders freue, ist die Kayn-Änderung. Die habe ich eigentlich schon im letzten Patch erwartet und da sie da nicht kam, war ich sehr enttäuscht und in diesem Patch habe ich gar nicht mitgerechnet und jetzt kommt sie tatsächlich. Ja, das heißt, ihr bekommt mehr Essenz im Early Game, wenn ihr mit dem Gegner tradet. Das ist sehr cool, weil aktuell ist es einfach nicht belohnend, wenn ihr auf der Droplane quasi einen Double Kill macht, ja, kriegt ihr ein Viertel oder so dazu. Das lohnt sich einfach echt fast gar nicht. Und jetzt, ne, High Risk, High Reward, wenn ihr dann euch wirklich mal richtig früh verwandeln könnt, weil ihr viel im Early Game tradet, das ist wirklich sehr belohnend. Auch Zed bekommt nochmal wieder einen Buff, seine Winrate ist ja nach dem Draktar-Blade-Nerf ein bisschen nach unten gegangen. Er macht jetzt 10% mehr Schaden an Folgezielen, das ist auf jeden Fall nett. Kommen wir zu den Items und hier haben wir Rageblade als erstes, aktuell super beliebtes Item. Viele verschiedene Champions bauen es, sehr kosteneffizient, teilweise sogar als First-Item. Wird jetzt um 300 Gold erhöht, ist also nicht mehr ganz effizient. Ich denke, es wird weiterhin gebaut werden. Aber da müssen wir mal abwarten. Locket of the Iron Solari ist aktuell ein super krass starkes Item, deswegen wird dieses Item mehr oder weniger schon fast zerstört. Ja, der Shield-Effekt ist deutlich geringer mit gleichzeitig erhöhtem Cooldown und solltet ihr zwei oder mehrere Solaris gleichzeitig zünden, ist auch hier der Effekt jetzt nicht mehr bei 50%, nur noch 25%. Das heißt, hier leidet Iron Solari auf jeden Fall ziemlich hart. Ich bin allerdings kein Support-Main, drückt mir doch euren Schmerz gerne mit einer Zahl von 1 bis 10 aus, während 4 das tiefste und 5 das höchste ist. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir zu dem Item, was einfach schon ein komplettes Meme in League of Legends geworden ist, und zwar die Ninja Tabi. Diese verlieren 10 Armor, dafür blocken sie allerdings 2% mehr Basic Attack Damage. Und ich finde diese Änderung absolut geil. Ihr wisst ja, ich bin Talon-Main und es ist nicht selten, sogar fast jede Runde, dass ich ein Full-AD-Team habe. Und ja, die Gegner bauen mindestens 4-mal, wenn nicht sogar 5-mal Ninja-Tabis. Und das Problem an den Ninja-Tabis ist einfach, du counterst alles damit. Du counterst, normalerweise ist es ein Item, was gegen Basic-Attacks ist und darin wird es jetzt weiter gebufft. Das finde ich cool. Das heißt, Tryndamere, tut mir leid, aber das ist halt echt scheiße für dich. Und gegen Aatrox und AD-Carries und so. Aber es werden halt auch einfach alle Assassinen komplett rausgecountet, weil das Ding 30 Armor gibt. Das ist richtig fies, ne? Und für mich als Assassinen-Spieler ist einfach der Himmel, da freue ich mich unglaublich drüber. Schön. Das letzte Item, was wir haben, ist das Relic-Schild und dessen Upgrades. Die generieren jetzt weniger Gold über Zeit, nur noch eins. Das ist auf jeden Fall fies, aber damit wären wir schon bei den Runen angekommen und hier haben wir einige sehr interessante Änderungen. Zunächst erstmal die Resolve-Bonis-Kombination. Das heißt, wenn du jetzt Resolve plus Precision hattest, hast du einfach flat 65 AP bekommen, was wirklich krank ist. Ich habe gegen einen, als Talon, gegen einen Twisted Fate gespielt, der hatte das und Chrysalis mit, der hatte einfach 100 AP mehr als ich. Ich denke mir... habe ich mir so gedacht und also das ist schon wirklich OP, es ist eigentlich broken, muss man sagen. Und jetzt scale das Ganze, das heißt auf Stufe 1 hast du 15 und später 135, ist natürlich auch echt eine coole Änderung für Tanks, das heißt, ne, 65 ist ganz nett, aber 135 nehme ich schon gerne an. Approach Velocity gibt jetzt 5% mehr Movement Speed, das ist, ja, die Rune ging mehr oder weniger komplett an mir vorbei, gibt vielleicht den einen oder anderen Champion, der das feiern wird. Was aber allerdings wirklich interessant sein könnte, ist Presence of Mind. Damals war es ja so, nach einem Level Up oder Kill habt ihr richtig viel unendlich Mana gehabt. Jetzt ist es so, dass ihr 20% Maximum Mana wieder bekommt bei einem Takedown und 10% Ultimate Cooldown. Und jetzt könnt ihr absolut gerne droppen, welche Champions könnten wirklich krass damit sein. Da muss man wirklich mal überlegen. Man könnte natürlich jetzt einfach mal Katarina in den Raum werfen. Allerdings muss man hier sagen, ne, 20% Maximum Mana kann halt gar nichts mit anfangen. Ich weiß halt nicht, welche Champions damit ausrasten könnten. Ne? Wenn ihr Ideen habt, dann droppt das einfach mal. Weiter geht's dann mit der Legend Tenacity. Hier wird die etwas erhöht, also schon eigentlich ganz gut. Cutdown, 2% mehr Damage, da freuen sich auf jeden Fall die AD-Carries, ne, vor allem wenn ihr gegen viele Tanks spielt. Mana Flow Band, über diese Änderung freue ich mich unendlich krass. Denn es gibt einen Champion in der Kluft, den hasse ich komplett und das ist Xerath. Xerath hat unendlich Mana, du musst deine Skillshots nicht treffen, du drückst einfach alle Tasten und wenn nur 50%, wenn nur 40% deine Spells treffen, dann sterbe ich halt trotzdem, ne, weil... Auf jeden Fall, was wird gemacht? Der alte Effekt ist komplett weg und der neue Effekt, der jetzt da ist, jedes Mal, wenn du mit einem Spell einen gegnerischen Champion triffst, bekommst du 25 Maximum Mana wieder. Das Ding hat einen Cooldown von 15 Sekunden, du kannst also jetzt nicht, ne, die ganze Zeit. Aber das Ganze stackt bis zu 250 Mana hoch und sobald du diese 250 Mana erreicht hast, restorst du 1% Missing Mana alle 5 Sekunden.
Und was ich halt wirklich cool finde, ist, das ist eine Mana-Scaling-Mastery. Ja, das heißt, du kannst nicht auf die Lane gehen und du hast unendlich Mana, sondern du musst das erst so ein bisschen aufbauen und mit der Zeit hast du dann einen richtig dicken Mana-Pool und fast schon unendlich Mana. Ne? Diese 1% Missing-Mana sind halt wirklich krank. Bei Xera ist halt wirklich das Ding des Mana-Flow-Band. Ne? Du hast eine Passive-Mana-Flow-Band, Passive. Die hatten wirklich endless Mana und direkt schon ab Level 1. Und das ist einfach komplett zum Kotzen gewesen. Zombie Ward hält jetzt deutlich geringer. Ja, Zombie Ward ist ja eine Rune, wo eigentlich alle sagen, die ist OP, die musst du mitnehmen. Und ich spiele immer noch mit diesem anderen Ding, diese Eyeball Collection. Aber Zombie Ward wird immer und weiter genervt, wo ich jetzt langsam die Eyeball Collection wirklich für mich rechtfertigen kann. Wobei Zombie Ward wahrscheinlich immer noch sehr, sehr worth ist. Und die allerwichtigste letzte Änderung, Minions. Ja, Minions habe ich ja schon oft drüber geredet, sollten die meisten mitbekommen haben. Die Cannons geben jetzt richtig, richtig viel Gold. Könnte insgesamt ultra krass fies werden. Ihr solltet unbedingt lernen, Cannon Minions zu last hitten. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und tschüss. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen.